Voll vertrauender Hingabe wenden wir uns zu dem von aller Welt Verehrten, dem Erwachten, dessen Name ist unermessliches Leben, unermessliches Licht. Voll vertrauender Hingabe wenden wir uns zu dem Gesetz, der Lehre des Erwachten. Voll vertrauender Hingabe wenden wir uns zu der Gemeinschaft aller, die in diesem Gesetz des Erwachens leben und sterben. Das Eingangstor zum Tempel und seinem Garten hat seinen Namen Sammon Dreitor von dieser dreifachen Zuflucht zu dem Buddha, zum Dharma und zum Sangha. Wenige Schritte nach dem Eintritt begeben sich die Gläubigen zu einem Becken mit reinigendem Wasser, wie die einfach und klar kalligrafierte Inschrift auf seiner Vorderseite auch sagt. Ein Pavillon gegenüber dem Eingang schützt die Statue des Prinzen Shotoku, der im 6. Jahrhundert lebte und durch dessen bedeutsame Unterstützung der Buddhismus von Korea und China her seit dieser Zeit nach Japan zu gelangen begann. Eine Stunde vor den großen Tempelfesten schlägt ein Priester die Glocke im Garten. Sie soll den Klang der Namensanrufung des Buddha Amida in alle 10 Weltgebiete hinausströmen lassen. Eine Inschrift auf der Glocke in 4 Gedichtversen sagt: Von den sämtlichen Übeln möge sich keines erheben. Alles Gute werde ehrfürchtig ausgeführt. Von selbst zu reinigen seinen Sinn, das haben alle Buddhas gelehrt. Der Garten im Aufgangsbereich zum Tempel, der dem Buddhismus des reinen Landes, japanisch Jodo, angehört, ist ein nach überlieferten Regeln angelegter reine Landgarten. Das reine Land der höchsten Glückseligkeit ist nach alter Mahayana-buddhistischer Mythologie der Name des Gebietes im Westen der Welt, in dem der Buddha Amida residiert. Der Eko-Tempel in Düsseldorf steht in der Tradition der japanischen Jodo Shinshō oder kurz des Shin-Buddhismus. Als dessen Urheber wird Shinran verehrt, eine überragende Gestalt des japanischen Buddhismus im 13. Jahrhundert. Zu dem Garten, der in wesentlichen Teilen ein Trockengarten ist, gehören ein Wasserfall mit Flusslauf und Brücken, Teichareale, Laternen, eine Vielzahl ostasiatischer Gras-, Gehölz- und Blumenarten, so Ginkgo-Bäume und verschiedene Ahornarten. Auf der Westseite des Tempels liegt eine Totengedenkstätte. Das goldene Dharma-Rad mit seinen 8 Speichen weist auf die 4. der 4 edlen Wahrheiten, den edlen 8-gliedrigen Pfad, der zum Erwachen, zur Buddhaschaft und zum Nirvana, dem Auslöschen der Ursache alles Leidens, führt. Die Inschrift, die einem der Grundtexte des Reine-Land-Buddhismus entnommen ist, heißt Kue Isho, mögen sich alle versammeln an ein und demselben Ort. Über die Hauptachse des Gartens führt der Weg in gerader Linie zum Tempel, dessen japanische Bezeichnung richtig Halle des Grundgelübdes, Hondo, lautet. Dieser Weg steigt über mehrere Stufungen bergan auf den Weltenberg Sumeru, dessen Gipfel dem von aller Welt Verehrten, dem So Gekommenen,
dem Buddha des unermesslichen Lebens und Lichtes im Inneren des Gebäudes vorbehalten ist. Hinter dem Altartisch, in einem goldenen Baldachin verborgen, steht die geschnitzte Figur dieses Buddha Amida, umgeben von den Flammen der westlichen Sonne und mit der Handhaltung der Wunschgewährung. Der rechte Nebenaltar ist Shinran Shonin, dem Begründer des Shin-Buddhismus, gewidmet. Der linke Nebenaltar feiert Renyo, Shinrans achten Nachfolger, der im 15. Jahrhundert lebte. Vor einer Zeremonie in der Hondo wird der Altarraum mit Blumen, Kerzen, Weihrauch und bei größeren Festen mit einfachen Opfergaben als Zeichen des Danks geschmückt. Auch die Gabe des duftenden Rauches ist eine Geste des Dankes, die vom Nembutsu, der Anrufung des Namens des Buddha Amida, begleitet wird. Der ganze Tempelraum ist wie der Garten, eine architektonische Vergegenwärtigung von Sukhavati, dem reinen Land des Buddha des Westens. Verschiedene Vögel, von denen die kanonischen Schriften sprechen und die in 6 Felder an der Brustseite des Altartischs geschnitzt sind, singen mit ihrem Gesang nichts anderes als die befreiende Lehre des Buddha in dieses Land der höchsten Glückseligkeit hinaus. Die Schiebetüren am Aufgang zum Altarbereich zeigen Pfauen und Päonien inmitten des grünen, hügeligen und von frischen Bächen durchzogenen Lands Sukhavati. Die Malereien sind in der Weise der Kano-Schule des 15. Jahrhunderts gehalten. Bei einer Rezitation betreten die Priester in kostbaren Zeremonialgewändern von der rechten Nebentür her ehrfurchtsvoll den Vorraum des Altars. Vor den Altären nehmen sie dort die traditionelle japanische Sitzhaltung ein, die keine Meditationshaltung ist. Vor dem ersten Gesang sprechen sie mehrere Male in einer Kurzform das Namu Amida Butsu. Wir nehmen hingebungsvoll Zuflucht zu dem Buddha Amida. Danach rezitieren sie das Sanbujo, die wiederum dreifache ehrfürchtige Bitte,
diesen geheiligten Ort des Weges betreten zu dürfen. Ehrfurchtsvoll bitten wir den Tathagata Amida, betreten zu dürfen den Ort des Weges in Blüten ausstreuender Freude. Ehrfurchtsvoll bitten wir den Tathagata Shakyamuni, betreten zu dürfen den Ort des Weges in Blüten ausstreuender Freude. Ehrfurchtsvoll bitten wir die Tathagatas der 10 Weltgebiete, betreten zu dürfen den Ort des Weges in Blüten ausstreuender Freude. Beginnt der hymnische Gesang des Sambutsuge. Dieser Preisgesang entstammt einem Sutra, nämlich der umfangreichsten der 3 Hauptschriften des Reineland-Buddhismus. Er wird in gleichbleibendem Rezitationston vorgetragen. Glänzendes Angesicht in majestätischer Höhe, erhabener Geist ohne letzte Grenze. Solch flammendem Glanz ist nichts gleichzuhalten. Der Sonne, des Mondes und des Mani-Steines, juwelenglänzendes Flammenfunkeln, sie allesamt scheinen dir gegenüber dunkel und bedeckt und gleichen nur dicker Tinte. Die Erscheinung des Angesichts des Tathagata übersteigt die Welt ins Ungemessene. Die gewaltige Stimme des vollkommen Erwachten erklingt, durchströmend die 10 Weltgebiete. Deine Strenge und Gelehrtheit
dein feinsinniges Vorwärtsschreiten, dein Zusammenfügen, deine Weisheit und deine erhabene Nährkraft sind ohnegleichen, höchst überragend und selten zu finden. Aus tiefer Urteilskraft wohlversiert, in Erinnerung zu bringen, das Meer der Gesetze aller Buddhas, ausschürfend die Tiefen, erschöpfend die Geheimnisse, erforschst du ihre Ufer und Abgründe. Unwissenheit, Gier und Zorn gibt es bei dem Weltverehrten niemals. Unter den Menschen ein Held, ein Meister, den Schülern, deine Geisteskraft unermesslich. In deinem verdienstlichen Beistand gewaltig groß, in deiner Weisheit tief und wundersam, in deinem glänzenden Licht erhabenen Ansehens, durchbebend und erschütternd das Vieltausendfache, wünsche ich, ein Buddha zu werden, eins mit dem heiligen König des Gesetzes und überzusetzen über Leben und Tod, sodass auch nicht ein Wesen unerlöst und unbefreit bleibe. Gaben austeilend, den Herzenssinn stimmend, die Regeln einhaltend, Geduld übend, feinsinnig vorwärts schreitend, solcherlei Zusammenfügung und Weisheit zu höchst haltend, gelobe ich, die Buddhaschaft zu erlangen, allerwärts auszuführen diesen Wunsch und all diejenigen, die sich fürchten und ängstigen, zu großem Frieden zu bringen. Gesetzt den Fall, es seien Buddhas vorhanden, zu Hunderten von Tausenden, von Millionen von Zehntausenden, unermesslich viele große Heilige, zahlreich wie die Sandkörner der Ganga, und solche, die mit zusammengelegten Händen verehren würden, alle diese sämtlichen Buddhas. Diese Zahl gliche nicht der Zahl derer, die suchen des Weges Festigkeit, Richtigkeit und Nichtrückfälligkeit. Wie die Sandkörner der Ganga, die Weltgebiete sämtlicher Buddhas und ebenfalls unausrechenbar die unzähligen Buddha-Felder, glänzendes Licht über sie alle hinstrahlend, das sich hinneigt zu diesen sämtlichen Reichen, derart sind das feinsinnige Vorwärtsschreiten und der erhabene Geist schwer zu ermessen. Bin ich einmal zum Buddha geworden, wird meines Reiches Feld das erste, werden seine Versammlungen eigentümlich und wunderbar sein und wird dieser Ort des Weges alle anderen übertreffen und ablösen. Das Reich wird dem Nirvana gleichen, und es wird nicht ein zweites solcher Art geben. Ich werde Sorge und Mitleid tragen und alles und jedes Wesen übersetzen und befreien. Die von den 10 Weltgebieten herkommend hier geboren werden, deren Herz wird sich freuen, klären und reinigen. Einmal angekommen in meinem Reich, werden sie froh und glückselig, friedlich und sicher sein. Des erfreuten Buddha vertrauendes Licht, dies ist mein wahres Zeugnis. Ich spreche aus meinen Wunsch vor ihm, dass sich die Kräfte fein versammeln mögen in das, was ich begehre. Ihr von aller Welt Verehrte in den 10 Weltgebieten, deren Weisheit ohne Hindernis ist, auf immer mögt ihr, diese Verehrten, erkennen den Gang meines Herzens. Und wenn mein Leib auch stecken bliebe inmitten sämtlicher Bitterkeiten und Gifte, möge mein Gang feinsinnig vorwärts schreiten, geduldig bis zum Ende und ohne Reue.
liturgische Aufführung dieses Gesangs wird beschlossen mit einem sechsfachen Nembutsu-Ruf sowie einer coda-förmigen vierzeiligen Gesangsstrophe zum Ende der Rezitation. Wir wünschen, dass diese verdienstliche Nährkraft an alle Wesen verschenkt werde. Mögen wir mit ihnen gemeinsam entfalten das Herz des Erwachens und hingeboren werden in das Reich der Ruhe und Freude. Nach dieser Rezitation schreitet ein Priester in würdevoller Haltung zum linken Seitenaltar, demjenigen Renyos. Vor ihm liegt verwahrt in einem schwarzen Lackkästchen das Gobuncho, eine Sammlung von Briefen Renyos. Daraus trägt der Priester in einem besonderen Rezitationston eine Passage vor. Der andere Priester auf der gegenüberliegenden Seite lauscht diesem Vortrag mit ehrfürchtig gesenktem Haupt. In diesem Passus erinnert Renyo an Shinrans wichtige Lehre vom vertrauenden Herzen, Shinjin. Er betont, dass keinerlei andere Übung von Belang ist, als nur die vertrauensvolle Hingabe an die Kraft des unausdenklichen Gelübdes des Buddha, die Anrufung seines Namens
bedeutet eine dankbare Rückerstattung für die sichere Zusage der Hingeburt in sein reines Land. Viele Male ist das Nembutsu, der Namensanruf in 6 Zeichen, in Tusche kalligrafiert worden. Der Eko-Tempel in Düsseldorf verwahrt eine Originalkalligrafie Renyos, die wir hier zeigen. Eine zweite Kalligrafie des Düsseldorfer Tempels stammt von dem Stifter der Düsseldorfer Tempelanlage, dem 1994 im Alter von 97 Jahren verstorbenen Herrn Jehan Numata. Er war nicht nur Shin-buddhistischer Priester, sondern zugleich auch der Gründer der Firma Mitsutoyo, eines international operierenden Großunternehmens für Feinmesstechnikgeräte.